Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zum heutigen Online-Kigo. Ihr dürft euch wieder auf ein spannendes Programm freuen. Seid ihr parat? Super, dann legen wir gerade los. Hey, aber zuerst wollen wir hier das Plakat wegschieben. Wir tauchen nämlich wieder in eine neue Welt ein zusammen. Und dazu brauche ich eure Hilfe. Also, packt mit an. Oh, das hat nämlich hart. Und jetzt schieben. Helfet mir schieben. Oh, das hat hart. Noch etwas fester. Schieben. Super. Seht ihr, was da für eine Welt vorkommt? Schieben. Seich. Hallo zusammen. Ihr seid ja alle da. So gut. Ich sage euch. Mir geht es nicht so gut. Ich habe so einen Mist bauen. Ich bin ja Reporterin und ich habe einen Bericht geschrieben. Einen mega coolen Bericht. Aber ich habe ihn etwas frisiert. Ich habe ein paar Sachen dazu gedichtet, dass er besser tönt und dass ich am Schluss so besser dastehe. So ein Seich, jetzt ist das aufgeflogen. Mein Chef hat es erfahren. Und jetzt stehe ich mega blöd da. Jetzt sollte ich mich bei meinem Chef melden. Und ich habe einfach so Schiss. Ich weiss nicht, wie er reagiert. Hey, vielleicht verliere ich meinen Job. Ich weiss nicht, was ich machen soll. Es ist so blöd. Hey, kennt ihr auch so Situationen, wo ihr einfach irgendwie so einen Mist gebaut habt und das müsst ihr beichten? Es ist so blöd. Ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich bin vorletzt beim Recherchieren in der Bibel im Fall auf eine ähnliche Geschichte gestossen. Eine Geschichte von einem Bauern Gil. Wollen wir echt einmal zusammen anhören? Seid ihr dabei? Das machen wir, komm. Hey, hallo zusammen. Ich erzähle euch heute eine Geschichte. Eine über Jesus, die er selber den Menschen hat erzählt. Und ihr kennt Jesus. Er hat auch viel erzählt über Gott. Er hat auch viel Wunder da. Sicher kennt ihr das Wunder, das er blinken hat gesehen. Oder dann, als der Sturm ruhig werden lassen. Einmal hat er sogar einen Toten auferweckt. Und was er auch viel gemacht hat, ist einfach zu den Menschen geredet und ihnen von Gottes Liebe hat erzählt. Und dann haben Teile der Zuhörer gefunden, dass es unmöglich sein könnte, dass die für alle ist. Ihr müsst wissen, unter diesen Zuhörern hat es auch Leute gehabt, die eine schlechte Vergangenheit hatten. Einige waren vielleicht sogar Gesetzesbrecher. Und da haben die schon Teile gefunden, für die kann Gottes Liebe ganz sicher nicht gelten. Als Jesus das gehört hat, hat es nur traurig gemacht. Und er hat gesagt, ich erzähle euch eine Geschichte. Die Geschichte von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Der jüngere Sohn hat ihn nämlich eines Tages gebeten, dass er ihm sein Erbe auszahlt. Er will sein ganzes Geld jetzt schon und er will selber darüber verwalten. Er will damit machen, was er will. Und so hat der Vater ihm das Geld gegeben und hat ihn ziehen. Dann hat alles zusammengepackt, hat sich auf den Weg gemacht und ist los, das Leben zu geniessen. Er ist weit weg, hat mit dem Geld nur so um sich geworfen. Er hat sich alles Feine gegönnt, die besten Kleider, das teuerste Essen. Und hat gross angegeben mit seinem Geld. Aber so viel, wie er auch ausgegeben hat, so schnell war das Geld auch aufgebraucht. Und die neu gewonnenen Freunde, wo kein Geld mehr da war, die waren auch sehr schnell plötzlich alle wieder weg. Ja, mit der Zeit ist es ihm richtig schlecht gegangen. Er war auch sehr allein. Und es ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als dass er sich Arbeit gesucht hat. Und für das ist er zu einem Bauer. Er hat ihn gefragt, ob er vielleicht für ihn arbeiten könnte. «Etwa aus Säuhirt kann ich dich brauchen», hat er gefunden. Also hat er arbeiten, von morgen bis am Abend für die Säu Futter zu tragen. Und es ist im Elend gegangen. Ich kann euch sagen, das war harte Arbeit. Und schlussendlich aber, sein Hunger ist immer gross geblieben. Das Essen hat kaum gelangt für ihn. Und das Essen der Säue hat ihn schlussendlich so gelustet, dass er es lieber hat selber gegessen. So tot Hunger hat er gehabt.
So kann es doch nicht mehr weitergehen. Ich sterbe hier, hat er zu sich selber gesagt, während zum Beispiel die Knechte von meinem Vater daheim jeden Tag genug zu essen haben, mehr als genug. Und ich hocke da, ich arbeite den ganzen Tag und niemand hilft mir. Niemand gibt mir irgendetwas. Ja, so hat er sich entschieden, gescheiter heimzugehen und nochmal zu seinem Vater zurückzugehen. Aber ob er mich auch noch annimmt, hat er sich gefragt. Er ist zurückgegangen. Und ihr könnt es nicht glauben, aber sein Vater, der hat schon auf ihn gewartet. Der ist der gestanden, weil ihr müsst wissen, jeden Tag hat der Vater Ausschau gehalten, ob er irgendwo seinen verlorenen Sohn wieder sieht. Jeden Tag hat er gehofft, dass er heimkommt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der sich gefreut hat, als er seinen Sohn hat gesehen. Er hat ihn schon von weitem erkannt, ist ihm entgegengesprungen und hat ihn in die Arme genommen. Dem war es eigentlich gar nicht recht. Es hat ihm leid getan, was er gemacht hat. Und trotzdem hat der Vater ihn angenommen und hat gesagt, ich freue mich so, dass du da bist. Der Sohn hat so dreckige Kleider gehabt, ist so zerlumpt dahergekommen. Der Vater hat ihm erst ein neues Kleid bringen und hat allen gerufen, sie wollen ein grosses Fest machen. So etwas wollen wir feiern. Mein verlorener Sohn ist wieder da. Als ich so lange darauf gewartet habe, hat sich so gefreut und hat alles Feine zubereitet, dass man ein grosses Fest machen kann. Wo am Abend der ältere Sohn ist von seiner Arbeit zurückgekommen, hat er gar nicht gewusst, was da vor sich geht. Warum höre ich Musik von weitem? Und warum ist das so ein Fest und so viele Leute bei uns daheim? Er hat den Diener gefragt, warum wird da gefeiert? Was ist schon? Er konnte sich freuen, sein jünger Bruder sei endlich heimgekommen. Und jetzt hat der Vater ein grosses Fest organisiert. Er soll sofort auch mitfeiern. Aber ihm war es überhaupt nicht um das Feiern. Er hat auch seinen Vater überhaupt nicht verstanden. Vater, ich habe jeden Tag für dich gearbeitet, seit Jahren. Und für mich hast du nicht einmal so ein Fest gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, er war schon gerade im Moment ein bisschen enttäuscht. Aber der Vater hat ihm es erklärt. Und er hat gesagt, schau, dass du jeden Tag für mich hast gearbeitet und jeden Tag da warst. Das freut mich. Und das ist doch wunderschön. Alles, was ich habe, alles gehört auch dir. Die Brüder aber, der war jetzt so lange verloren. Dass er wieder da ist, das ist eine riesige Freude. Das wollen wir feiern. Bei Gott sind wir immer willkommen, egal was wir angestellt haben. Und dafür bin ich ihm henne dankbar. Wir wollen jetzt einsteigen und noch 3 Lieder zusammen singen. In diesen Liedern, mit diesen Liedern, tun wir Gott gegenüber unsere Dankbarkeit zeigen. Und so Lieder singen bedeutet auch, wir bewegen uns, wir tanzen. Das ist ein richtiges Fest. Darum bewegt euch ein bisschen, steht auf. Ich kann das nicht hennen gut. Aber der Charlie kann das auch gut. Wir rufen ihm doch noch mal schnell. Charlie, du musst uns noch mal ein bisschen tanzen. Komm! Er kommt sicher gerade. Freude in meinem Herz, ja, Freude in meinem Herz.
Stark ist unser Gott. Gott ist mein Fels. 1, 2, 3. Die treibende Kraft in meinem Leben, bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Yeah.
Als der verloren geglaubte Sohn zu seinem Vater zurückgekehrt ist, hat es eine riesige Party gegeben. Zur Zeit von Jesus hat es natürlich noch keine Ballons gegeben. Aber wenn wir heute ein Fest feiern, finde ich, dürfen Ballons einfach nie fehlen. Die gehören zu jedem Fest. Und darum machen wir heute eine Ballon-Challenge. Da gibt es sogar etwas zu gewinnen. Und zwar folgende Kaminski Kids CD. Also, mitmachen lohnt sich. Ihr sucht daheim eine Schnur, das habt ihr sicher, und alle Ballons, die ihr finden könnt. Es geht darum, wer macht die längste Ballon-Girlande. Ihr tut euren Ballon aufblasen, tut sie an eine Schnur hängen und nachher macht ihr ein Foto, das eure Eltern mir zumailen sollen. Der Gewinner ist der, der die längste Girlande macht. Dabei gibt es ein paar wenige Regeln. Es dürfen keine kaputten Ballons an dieser Girlande hängen. Und bis und mit den Erstklässlern dürfen die Eltern mithelfen, zum Beispiel beim Ballon aufblasen. Aber sonst müsst ihr es alleine machen. Ihr schickt mir ein Mail mit diesem Foto an die eingeblendete Adresse. Wir tun die Fotos auch auf die Homepage und darum, wenn ihr das nicht wollt, sollen eure Eltern das im Mail auch schreiben, dass ihr euer Foto nicht auf der Homepage wollt. Ihr habt Zeit, bis heute Abend um 8 Uhr die Girlande zu basteln und mir das Foto einzuschicken. Jetzt wünsche ich euch viel Spass und macht's gut. Jetzt wollen wir zusammen noch etwas basteln, aber ich muss das Material noch heute holen. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit könnt ihr euch noch mal ein bisschen bewegen und ein bisschen tanzen. Soll echt der Charlie noch mal kommen? Was meint ihr? Was? Ich höre nichts. Ah, ich rufe ihm noch schnell. Charlie, du musst noch mal kommen. Also, bis gleich nach. Wir basteln zusammen ein Willkommensschild, weil wir eben bei Gott auch immer willkommen sind. Dazu nimmst du ein Stück Holz. Und nachher tust du es noch auf ein zweites Holz auf, weil wir nämlich rechts und links zwei Löcher drin bohren. Und damit nicht in den Tisch bohrst, tust du eben noch ein Holz drunter. Nachher nehmen wir Farbe und tun das Holz anmalen. Dann musst du es trocknen lassen. Wenn es trocken ist, kannst du mit schwarzen, dicken Schreiber «Willkommen» draufschreiben. Wenn du das hast, kannst du es noch etwas dekorieren. Zum Beispiel mit Möscheli draufleimen. Und nachher nimmst du so einen Schnurdraht, tust das durch die Löcher durch, um das Schild aufhängen. Und wenn du Lust hast, kannst du auch noch ein bisschen Perlen reinfädeln. Und dann ist unser Willkommensschild auch schon fertig. Und sieht etwa so aus. Ich wünsche euch viel Spass beim Basteln.
Ja, wir kommen schon wieder zum Schluss von unserem heutigen Kinderprogramm. Merci vielmals, bist du mit dabei gewesen, es hat einfach Hirn gefackt. Ich möchte zum Abschluss noch grad beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jedes von uns unglaublich fest gern hast und dass du mich, deine Tochter, deinen Sohn nennst. Danke, dass wir, egal was wir gepostet haben, was wir für Mist gebaut haben, einfach immer dürfen zurück in deine Arme rennen, dass du uns umarmst und jedem von uns immer wieder eine zweite Chance gibst. Schenk, dass wir das auch immer wieder im Alltag mitnehmen, dass wir das dürfen wissen, daran denken, wenn wir mal in so einer Situation sind. Amen. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!